Hallo ihr Lieben. Wir haben jetzt eine neue Poolleiter, die ist aus Edelstahl und von Astral. Und wir haben sie genommen, weil sie aus Edelstahl ist und damit nicht so schnell verrostet, wie es bei unserer alten der Fall war. Das Einzige, was sich aber abnutzt, sind dann diese Plastiksprossen und die Plastikplattform. Aber die kann man auch als Ersatzteil neu kaufen. Hat dann auch solche Gelenkfüße, die man so drehen kann. Damit kann man das auch auf unebenen Flächen gut hinstellen. Und dann auf jeder Seite vier Sprossen und in der Mitte die Plattform. Und von der Plattform kann man dann auch gut ins Wasser springen. Allgemein hat die Poolleiter eine Höhe, also eine maximale Poolhöhe von 1,25 Meter und hält 150 Kilo aus. Jetzt wollen wir euch zeigen, wie man die aufbaut. Wir bauen jetzt zuerst diese Stufen an diese zwei Stangen dran. Und da müsst ihr aufpassen, dass ihr zwei nehmt, die zusammenpassen, weil die müssen hier nach außen zeigen und hier oben in dieselbe Richtung. Weil wenn die jetzt andersrum sind, zum Beispiel diese hier, diese zum Beispiel, der, dann passt das nicht, weil das dann ja nicht in die gleiche Richtung ist. Und dazu braucht ihr acht solche Gewindeschrauben. Dann braucht ihr nochmal acht solche Muttern und acht solche Unterlegscheiben. Und natürlich noch Werkzeug, mit dem ihr dann die Muttern festziehen könnt und die Stufen. Und bei den Stufen müsst ihr aufpassen, dass ihr die hier richtig rum anbaut, weil das hier ist quasi oben und ihr stellt die dann so hin und dann muss dann die Stufe so nach unten zeigen, dass man so drauf treten kann. Also wir können die jetzt auch direkt uns so hinlegen und das unten muss dann nach außen so zeigen. Und jetzt nimmt man hier so eine Schraube und steckt die hier durch. Warte, Ali. So. Und dann kommt die Stufe drauf und die Schraube hier unten durch. Und dann eine Unterlegscheibe und eine Mutter oben drauf. Und die kann man erstmal mit der Hand anziehen. Und dann kann man das noch müssen wir schauen, welcher ran. Ja, das ist ein bisschen schwierig, wenn man da schlecht rankommt. So, der passt da. Warte, Ali, das ist ein bisschen schwierig. Ja, dann muss man das halt anziehen und das macht man dann für alle Stufen auf einer Seite. Und dann nochmal, also für alle vier Stufen. Und das machen wir jetzt auch mal und danach zeigen wir euch, wie es weitergeht. Wir tun jetzt die zweite Stange an die Stufe machen. Da werden hier einfach überall die Schrauben reingefädelt. Und dann muss man das hier schauen, dass alles ineinander passt. Und jetzt schrauben wir die alle wieder mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter fest. Und jetzt kommt die andere Seite dran.
So, und jetzt sind beide, ja, beide Leitern quasi fertig. Und jetzt müssen wir die noch das Podest hier oben drauf bauen und dann die Griffe. Und dann ist die Leiter komplett fertig. So, jetzt sind diese beiden Teile fertig. Und jetzt müssen bloß noch die mit den Griffen verbunden werden und das Podest. Und das mache ich jetzt auch. Und die befestigen wir noch gleich mit die Leiter. Also es kommt hier durch und die Leiter kommt dann quasi hier in die Mitte so rein. Deswegen darf man die auch noch nicht komplett durchschieben. Packe ich die Plattform in die Mitte. Dann mache ich erstmal die eine Seite. Und dann das hier. Und jetzt schrauben wir die alle wieder mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter fest. Ja, und dann, wenn jetzt alle festgezogen sind, alle vier Muttern, dann ist die Leiter auch komplett fertig.